schon wieder für ein Geräusch? Klingt, als würde jemand ein Glas ablecken. Greis, was machst du da drüben? Was? Der Pastor wurde aus Weinflaschen gegossen. Aus Weinflaschen? Das ist nur ein Die Kutte riecht nach Wein. Das sind die alten... Das haben die aus alten Weinflaschen gemacht? Die alten Instinkte, ja. Aus alten Wein- und Schnapsflaschen. Seine Lippen riechen nach Whisky. Jetzt hier, du leckst jetzt hier wirklich die Fenster ab. Ist es dein Ernst? Oh, guck mal da, eine Frau und ein... Oh, die Pistole. Oh mein Gott. Er nimmt den Colt in den Mund. Du weißt, der Cowboy, der chillt hier draußen rum, ne? Aber der ist im Moment noch freundlich. Der nimmt seinen Job im Moment noch ernst. Hallo. Aber wow, hey, easy, Partner, easy. Wow. Alter. In die Fresse geschossen. Er hat dir voll ins Maul geschossen. Er hat voll den Maulschuss verabreicht. Jetzt rennt er wieder los. Ja gut, mit dem sollten wir uns lieber nicht anlegen. Der macht Maulschüsse. Der hat einen richtig heißen Colt, Junge. Er hat einen richtig heißen Kolben, ja. Hotlicking, hat er gesagt. Wow, ich bin direkt quasi auf ihn draufgeplumpst. Okay, dann gehe ich mal draußen rum. Haben wir hier schon was? Lagerschlüssel fehlt uns. Ich habe irgendeinen Schlüssel. Wo kann man sehen, welche man hat? Mit K. Ich habe geborener Krabbler. Saloon, Hotel. Hotel leuchtet bei mir. Dann geh doch mal zum Hotello hin. Saloon habe ich schon offen geschlossen. Wo ist denn die Hotelbox? Das Hotello irgendwo oben ist Hotelox. Hotelox Kellogs? Ich kann direkt ein bisschen... Ja, irgendwie in den Zimmern ist so eine Schatulle. Hier, bei mir. Hinteren Zimmer, da. Mein Medikit. Jetzt muss es direkt hier kleriken. Soll ich es kleriken? Okay. Ist ein Pimmel? Da ist ein halber Pimmel auf dem Buch. Ja, natürlich. Das ist kein Hotelsymbol. Das ist ein Pimmelsymbol. Halbsack. Du musst dir den satanistischen Halbsack anbeten. Hast du das Buch dabei? Was ist das? Mitnehmen, ist nicht da hinten liegen lassen. Ach so, musst du das mitnehmen? Muss ich mitnehmen, jetzt in der Kirche verbrennen. Ach ja, boah, das ist ja, da muss man direkt doppelt retuieren hier. Der musste richtig abretuieren. Ist auch schon offen, ne? Saloon habe ich aufgeschlossen ja, schon. Haben wir denn, da hast du ein Buch im Saloon. Im Saloon ist das Buch schon aufgeschlossen, ja. Aber haben wir im Saloon auch die Pentanus, die glühende. Immerhin. Ja, brennt sogar, krass. So, ich burn schon, oder? Oder willst du erst ja, retuieren? Burn rein und... Boah, der ist aber richtig wütend. Eben gerade so in der Ferne hat er ein bisschen so gejodelt. Das war ein leichtes Jodel. Ja, aber wo ist denn die Schatulle? Ah, ich hab's. Okay. Ich reinige das Buch des Saloons. Satan, gib mir bitte Tipps, wie ich eine Gastro... Wo ist er? Er schießt auf mich. Renn weg. Satan, gib mir Tipps, wie ich meine Gastro erfolgreicher machen kann. Nutten und Crack. Dankeschön, Satan. Cowboy Nutten. Laut Satan stehen die Menschen auf Nutten und Crack. Und Jack Blackjack. Jack Black vielleicht auch ein bisschen. Der Nutten in deinem Etablissement. Okay, Satan. So, und jetzt brauchen wir halt weitere Booklets. Hast du noch einen Supermarktschlüssel? Ich besitze, ja. Ich bin hier gerade im Supermarkt und da leuchtet... Leuchtet da überhaupt das Pentanus? Das Pentanus leuchtet. Streichhölzer sind auch hier. Warte, wo ist das? Wo ist hier? Hier vorne. Supermarkt? Ja, das liegt. Das liegt, das Ding. Kann ich ja direkt retuieren eigentlich. Kannst direkt sauber wischen, den alten Schinken. Aber hier, Johnny Slingfinger war oben im Ding. Ja, Johnny Slingfinger ist gerade aber auch ein bisschen abgelenkt. Der ist ja noch cool. Noch hat er Spaß. Noch sieht das alles ziemlich lässig. So, ich verbrenne ein Buch. Noch sieht er das lässig. Zwei. Wo ist er denn? Oh nein! Er ist super sauer. Muss ihn blenden, bevor er das verrückte Auge kriegt. Kommt der jetzt hier hoch? Ja, oh! Hab ich getroffen? Ja, aber diesmal bin ich nicht gestorben. Sein Slingfinger war nicht fest genug. Er hat einen feuchten Slingfinger. Aber ich muss erstmal meine HP regenerieren. Jetzt kommt er schon wieder hier rein. Bankschließverschlüssel, den habe ich noch nicht. Obacht. Wird wütend.
Höret, höret! Ein weiteres Buch wurde verbrannt. Ein weiteres Buch! Hört ihr die Glocken des alten Großvaters? Lauschet den Glocken! Kennst du diesen Dings, mit ich gestern mit dem Hodenkunsttherapeuten? Nee. Das ist so doof, ne? Wie sie mit ihren Eiern irgendwie, das ist so gut, um seine Ängste zu überwinden und so, und dann malen sie mit ihren Eiern irgendwie so Bilder. Und dann irgendwie, mein Name ist Tim Müller oder so, ich bin Hodenkunsttherapeut. Ein Hodenkunsttherapeut. Ey, aber du kannst auch allem irgendwie Geld ziehen, ne? Ja gut, ich glaube aber, dass das ein Satire-Clip war. Nein, ich wette, sowas gibt's. Ich wette, es gibt die hohe Hodenkunst. Spätestens, obwohl, auch wenn es Satire war, hat's gesehen und hat gesagt... Ich habe einen Sheriff-Schlüssel. Ich bin hier gerade, wo bin ich denn? Und ich habe Waffenladen. Bekleidungsgeschäft bin ich gerade. Ich leg das Buch hier hin. Im Bekleidungsgeschäft, da brennt schon Billow. Mal rüberkommen ins Billow. Aber hier ist. Nee, aber kein Buch ist hier. Wir brauchen noch klar, den. Ah, hier gibt's ein Buch. Immer, es gibt hier. Ja, aber wir haben keine Schatulle. Doch, hier, zack. Ach, du hast sogar den Schlüssel dafür. Ja. Ach so. Ja, mach dran das Ding. Mach's heiß. Mach es hot, Alter, ein Hotbook. Nehmen wir mal hier eine heiße Bibel. Hot Bible, das ist ziemlich angesagt. Chibidaya macht auch mit. Kinder heutzutage die Hot Bibeln alle nackt. Oh, hier, Bankschließverschlüssel und ein Hufeisen. Hufeisen habe ich oben gefunden. Hoffeisen? Hesselhoffeisen. Sie so The Hoff auf die Pobacke burnen. Alter, hier, zack. Wo ist denn hier Johnny Slingfinger, ey? Keine Ahnung, der slinkt irgendwo in Town. Slingtown, das ist gut, solange er nicht hier oben an der Kirche rumslingert. Weiß nicht, kann auch sein, dass er an der Kirche irgendwie rumschlabbingert. Nee, der slingert hier nicht. Ich bin jetzt gleich beim Sheriff und kann dem auch noch das Buch wegknuspern. Ist aber voll fies, dass er auch noch schießen kann, weißt du? Ja, ja, klar. Oh, jetzt geht irgendwie der Sturm. Oh, da hinten ist er und slingert rum. An der Kirche? Nee, unten in der Stadt. Wow! Geister wollen mich naschen. Das sind Dementoren. Alter, er fetzt voll durch die City, er rennt. Und an mir vorbeigesteppt und... Er ist super aggressiv, hä? Ja, richtig. Hat irgendwie... Hat Alter, er gesagt, hier zieht jetzt wirklich so ein Nebel durch die Stadt. Ja, ja, da, ja, so ein Wüstenwind. Da hinten gibt's irgendwie Spitzhacken zum halben Preis, hat er gesagt. Spitzhacken? Hat er irgendwie so ein... Eine Spitzkacke zum halben Preis, hat ihn in so einen Kaufrausch versetzt. Wow, 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 er schießt auf mich. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Okay, shit. Kannst du zur Kirche? Bist du in der Nähe von der Kirche zufällig? Ich weiß es nicht. Ich bin erstmal in der Hölle. Okay, ich... Ach so. Oh Gott. Ich bleib jetzt erstmal Geister verbrennen. Ich bleib jetzt erstmal kurz im Schuppen. Bleib im alten Schuppen beim alten Jeller. Ich bin gerade die Geister nass. Ich glaube, in Schuppen traut er sich nämlich nicht, weil hier der alte Jeller gestorben ist und sein Trauma ist einfach zu groß. Der hinlänglich bekannt, dass in der Hölle kein Wasser existiert. Und ich habe mir eine Flasche Evian mit in die Hölle geschmuggelt. Damit bin ich sowas wie Gott da unten. Damit stehe ich eine Stufe über Satan mit meiner Flasche Evian, ja, die ich in meinem After geschmuggelt habe. So, ich bin hier, kannst mich holen. Ja, ja, aber hast du auch einen Medipick? Ja, direkt bei mir in der Nähe ist ein Packle. Weil hier sind Ghosts Medikus in der Stadt. Pack. Oh, guck mal, da oben im Planwagen oder was es da ist. Da, wo ich liege, ist ein Medi. Ich renne durch die Stadt. Hoffentlich kommt Johnny Langfinger nicht. Schmeckt nach Medi in der Stadt. Zwiebel-Slingfinger. Die Onion-Finger, Alter. Wenn du so Knoblauch... Ach so, da kommt einer. Oh. Alter Kutten. Alter Knacklappen, so ein lebendig gewordener. So ein Moosbedeckter. Achtung, der Moosbedeckte. Irgendwo habe ich ein Buch verloren. War das jetzt hier im Waffenladen oder? Hab ich das gereinigt? Nee. Steck's doch rein. Oder geht es ja, nicht? Ist, nee, ich hab ja, irgendwo habe ich einen gereinigt. Das gab, wo war ich denn? Im Saloon oder so. Hat er mich nämlich ab. Nee, ich war beim Sheriff, habe ich eins gereinigt. Stimmt. Hat er mich irgendwie abgecatcht. Da steht jetzt auch drin. Wow! Er starrt irgendwie auf den auf den Tisch. Lass dich nicht von ihm bestarren. Ist denn jetzt das eine Buch, wo ich da verloren habe, während er mich gejagt hat?
Haben wir verbrannt? Irgendwo habe ich ein fertiges Buch gehabt. Was ist los? Ich weiß es nicht. Okay, er ist wütend. Der Gauner hat mein Buch. Das ist ein Geist, hat mein Buch gestohlen. Echt jetzt? Ja. Ich mache einen Ritus. Bin ganz einsam und allein hier in der Rituskammer. Ich verbrenne jetzt gleich ein Buchi. Ich glaube, das sind kleine Schwengel. Aber ich höre ihn rennen. Er rennt. Dann kommt er zu dir, oder? Kann sein. Vergiss nicht, im Notfall haben wir oben immer noch zwei Medi-Schmecks. Schmidi-Max. Die Halbzeit. Oh Gott, der Sturm wird immer schlimmer. Das Problem ist, du musst ja hier durch die Stadt. Das heißt, du musst immer hoffen, dass er irgendwo in einem scheiß Gebäude ist oder so. Ja, du musst irgendwie immer hoffen, dass er gerade nicht... Weil du hast ja gar keinen... Er ist bei mir in der Kirche. Er hat auf mich geschossen. Oh Gott, hast du es überlebt? Mach ihn blind. Ja, ich hab's überlebt. Es war nur ein Streifschuss. Okay, okay. Aber ich glaube, der hat das rote Auge. Nee, ich glaube, der hat noch das rote Auge. Renn grad weg vor ihm. Hier kommen die Geisterprängels, Der ist oben in der Cache. Ich hoffe, er geht jetzt weg. Nee, er kommt hier rein. Er schießt auf mein Gesicht. Ich muss ihn blenden. Ich versuch's, aber meine Taschenlampe ist... Oh, es hat gerade so gereicht. Dann schnell wegrennen. Es hat gerade so gereicht. Aber jetzt kommt, wir drin. Er kommt mir schon wieder hinterher jetzt, glaube ich. Wir haben ja auch eine Ausdauer, kann es sein? Irgendwie so ein bisschen, ne? Wow! Hat er dich erwischt? Ja, frisch! Bist du tot? Nee, aber... Oh, Alter, der macht Dauerfeuer! Dauerfeuer? Ich kann das allen rühren. Boah, ich bin angeschossen, verletzt, ich blute. Oh Gott, hier sind auch richtig viele Geisterlappen im Saloon. Im Hotel de Knack. Ey, mir geht gerade so ein bisschen... Geil, mir geht gerade hier die Taschenlampenenergie geht mir gerade aus, aber ja. Richtig böse. Okay, da hinten wandert er. Ist gerade irgendwie gechillt aus irgendeinem Grund. Frag mich nicht wieso, aber er ist nicht aggressiv. Alter, die Geister kommen ja einfach durch eine Wand. Puh, okay. Feuer burnt wieder. Die Geister sind asozial. Minenschlüssel fehlt uns. Aber das Ritual da hinten burnt schon. Also Minenritual ist schon am abfackeln. Wie das Minenritual ist am Fackeln? Wie meinst du das? Ja, ich habe schon mal angezündet, weil da hinten ist schon... Weil ist irgendwo hinten. Haben wir einen Stallschlüssel? Nee, ich glaube nicht. Achso, ich wollte hier auch gerade Streichhölzer. Ich habe nämlich noch Streichhölzer in der Tasche gerade. Wo ist denn die Schatulle mit dem Buch? Ah, da hinten. Doch, haben wir. Okay. Reinige den Schinken. Nun mache den Schinken sauber. Satan, gib mir Tipps, wie ich meinen Ponyhof im Keller auf Vordermann bringen kann, dass möglichst viele Knaben angelockt werden. Balance mach aus meinem Eistorte. Schinken einen richtigen Prosciutto. Du brauchst mehr Balance und Eistorte. Dankeschön, Satan, auch wäre ich nie genommen. Und Parmigiano Reggiano. Mach einen riesengroßen Parmesankäse und wirf Nudeln rein. Das ist der neueste Trend. Alle lieben das. Aber es ist wirklich so, ne? So jedes, ja, das ist wirklich so. Jeder Caterer, jedes Buffet und so hat jetzt irgendwie so einen großen Parmesankäse mit Nudeln drin. Und das ist voll teuer. So einen schönen dicken Parmo. Schöne Reggiano, aber. Oh oh, oh oh. Kommt der? Ja, nee, aber. Oh! Oh, Geister! I've got your back. Ich hab hier nochmal. Lagerschlüssel hab ich irgendwas gefunden. Lass mal hier so Richtung. Wo ist denn das Lager? Wow, 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 hinter dir! Guck mal, wie der hochschießt! Leuchte ihm ins Gesicht! Oh, will schnell hier runterspringen! Meine Taschenlampe ist alle. Oh! Alter! Das Fenster! Das ist alles kaputt! Haben wir hier ein Buch? Ja. Achtung! Aber ich höre ihn. Achtung! Ich höre. Ist er auf dem Dach? Oh no! Du, Leute! Ulele! Komm schon! Oh, das war super knapp! Ich geh jetzt erstmal raus. Ich hab das Buch. Oh Gott, er ist super aggressiv! Oh Gott, der ist da vorne! Mach jetzt das Buch. Oh, nice! Ich bin dran, ich reinige
Die Bibel für Lagerfachangestellte. Oh Satan, bringe mir bei, wie ich meine Waren ansortieren kann, damit ich Kunden in die Schuldenfalle locken kann. Die Bonduelle-Maisdosen ganz vorne hin, mein Sohn. Dankeschön, Satan, darauf wäre ich nie gekommen. Und auf Augenhöhe platzieren. Alles auf Augenhöhe. Deine Kunden sind sehr klein, aber du machst immer alles auf deine Höhe. Oder rennt darüber! Alter, wie er durch die Stadt gesprintet ist. Alter, in der Kirche sind richtig viele Ghosties. Er ist jetzt im Hotel. Er kommt jetzt zu dir gerannt. Er ist super schnell unterwegs. Er macht richtig auf Vin Diesel. Benetze noch einmal hier mit Sprit die Feuerstelle. Warum sind da eigentlich kleine Knochen und winzig kleine Schädel drin? Haben wir ja Kinder verbrannt? Ist mal im Ernst. Eventuell. Hinterfrage also nicht, was Kreis Industries tut. Okay, was fehlt uns denn jetzt noch? Zwei Bücher. Oh oh. Alter! Oh, ja, ich höre Schüsse. Ey, hier ist ein Geist und Dr. Shamusi, Alter. Ich bin ja, in der Hölle. Ne? Ja, er ist im Saloon gewesen gerade. Ich höre da hinten umher irren. Ey, er sprintet wirklich wie der junge Prinz Kaiser. Wow! Alter! Er fegt auch hier immer wieder irgendwie das Glas. Ich krabbel hoch in die Kirche, oder? Ist da noch Medi in der Kirche? Oh, da hinten steht er. Ich bin da. Ich komm. Hier ist ein Medipack bei mir. Ich hab eins dabei. Aber es sind Geister überall. Warte, ich salbe dich ganz schnell. So, du bist ein Wohlgesalbter. Au, Alter. Hans-Jochen, der Wohlgesalbte, nannte man ihn. Boah, Hans-Jürgen, Alter. In Hans- der Bank, war da nicht noch irgendwie was? Hans-Jorgen. Hans-Jorgen, Sohn. Bester Jorgo. Alter, hier sind zwei Geister, ich habe keine Taschenlampe. Ich habe den Schlüssel, aber ich habe kein... Ich brauch Streichhölzer, Lies. Ich habe Streichhölzer, aber ich weiß nicht, wo du bist. Unten in der Bank. Komm in die Bank. Wo ist die Bank? Was hat die Bank für ein... Ah, da. Okay, okay. Ich habe wieder halbe Taschenlampe. Boah, da hinten kommt eine Armee von Geistern. Boah, sie haben mich schon wieder geholt. Lauf. Da geht's nur in den Keller. Leuchte. Ja, ist ja egal. Besser in den Keller als draußen. Wo ist denn was zum Heilen? Draußen. Warte. Spar die Taschenlampe. Okay. Draußen er steht da hinten irgendwie im Nebel und er steht im Start. Nee, geh da nicht hin. Aber da ist das Medipack. Hol dir schnell von draußen, oder? Wo, direkt draußen, vor der Treppe ist ein Medipack. Rechts, wo ich gerade raus bin. Wo ich gerade raus bin. Achso, da hinten. Ich dachte, boah, was ist das alles? Warum steht der da Geister, rum und Vorsicht. Start in die Ferne? Hinter dir zwei Geister. Ich schaff's doch. Oh, der Onkel ist wieder losgesprintet. Wo ist er hin? Ich weiß nicht, wo sind meine Streichhölzer? Ich hab sie, ich geh runter. Lass zu zweit gehen, dann haben wir mehr Taschenlampe. Ich höre ihn. Das Buch. Er ist irgendwo oben jetzt wieder entlang gerannt. Alright. Sollten wir nicht jetzt das andere Buch auch noch machen? Dann haben wir beide Schlussbücher. Ja, aber wo ist das andere? Vorsicht! Ich hör was. Okay. Können wir raus? Alright, können wir raus, ja. Im Keller ist gefährlich. Der Keller ist super gefährlich. Wo ist das andere Buch? Aber die Geister bringen das auch weg, ne? Ja, aber wir haben es ja noch nicht ausgepackt, oder? Ja, ja, doch. Ich hab's ja angezündet und so. Die heben das auf. Dann verschleppen die es eh irgendwo hin. Ach so, meinst du, die haben das schon was verschleppt? Was fehlt uns denn noch? Der Minenschlüssel, genau, die Mine. Hast du einen Minenschlüssel? Nee. Ja, auch nicht. Ja? Nee. Fehlt nur noch die Mine. Alter, wie die auch dodgen. Jetzt bleibt gar nichts anderes übrig, als zu zweit zu gehen. Wow. Alter, die guten, guten Schnapsfenster, oder was? Die leckeren Goosies. Okay, guck vorne, ich bespritze, benetze es. Wir brauchen nur noch diesen verdammten Minenschlüssel.
Keine Ahnung, wo der ist. Kann da hinten auch irgendwo ein Schlüssel liegen? Wo bist du? Ich bin hinter dir, hinter dir. Achso. Die Geister sind ätzend. Das sind Streichhölzer, nimm die mal mit. Ich hab ein Medikit dabei für einen Notfall. Okay, okay, okay. Noch ein Medikit rum. Oh. Warte mal, hier gibt's doch einen Hintergang, hä? Naja, es gibt zwei Gänge. Ah, okay. Oh. Wow. Der wow. Sprintert hier irgendwo rum, Alter. Achtung. Aber wo könnte denn nie ein Schlüssel... Alter, diese Geister machen so ein Damage. Da, er kommt! Er schießt! Er hat Hörner! Er ist ersäselt! Er ist ersäselt! Alter, jetzt müssen wir aber los hier. Bleib, wo du bist, ersäsel! Renn, 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 hoch, 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 andere Richtung. Wir haben ihn geblitzt, Dings. Er ist verhandlungsunfähig. Er ist verhandlungsunfähig. Er kann nicht mehr verhandeln. Sollen wir hier durch die Hütte rein? Lass mal in den Stall gucken, ob da irgendwo noch ein Minenschlüssel ist. Nur noch diesen Drecks-Minenschlüssel finden, weil das ist das Letzte, was uns fehlt. Nix. Nee, Hufeisen. Okay, wo könnte der sein? Auf K sieht man das, ne? Ne, ich hab Saloon und Hotel. Ja, ich hab auch keine Mine. Wow, wow, hier in dem Schuppen sind super viele Ghosties. Was war das? Irgendwas ist umgefallen. Irgendwo eine alte Büchse. Ist was? Nee, ne? Nee. Ist der Schlüssel? Okay, wir müssen jetzt ganz in Ruhe hier dieses Gebäude durchsuchen, solange wir können. Wo ist der Dude? Oh, da hinten rennt er! Da muss irgendwo hier in dem Gebiet sein. Da lag noch eine Batterie auf dem Tisch, ne? Hier. Da hinten in der Ecke. Hinten rechts. Hab ich genommen? Oben vielleicht. Ach, da kommt ein Geist. Guck mal, da ist auch noch eine Batterie da hinten in der Ecke. Also, ich hab noch ein bisschen. Ich hab den Stampfen gehört. Bist du oben? Ich bin oben. Ey, wir brauchen nur noch diesen scheiß Schlüssel. Hier, 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 hier. Hast du ihn? Hab einen Minenschlüssel, ja. Komm mit. Wieder runter. Ich hab einen Minenschlüssel, Streichhölzer, du hast das Buch, ne? Nee, oder? Das Buch ist ja bei der Mine. Das müssen wir erst aufschließen. Okay. Da hinten. Hinter mir? Ja, 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 ja. Hier. Hier ist die Schatulle. Wo, 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 wo? Okay. Da hinten in der Ecke. Da kommen Geister, Achtung, oder? Geist, ich gebe dir Deckung. Reinige das Ding. Ich reinige, ich mache das zu Rito. Ah, das brennt ja schon sogar. Ja. Yeah. Kreisindustrie. Was heiliges Gold. Kreisindustrie, ich will das Minengold, was vor 200 Jahren hier ausgegraben Jön. Wurde. Hast du's? Nein, es leuchtet noch nicht richtig. Jetzt. Jetzt. Achtung, Geist. Oh. Oh nein, er kommt. Oh mein Gott. Sei so. Blende ihn. Er ist geblendet. Renn, oh Gott. Renn. Ich werd gegeistet. Ich werd gegeistelt. Oh Gott. Ich hab keine Batterie mehr. Du musst rennen. Wo müssen wir hin? Hoch, hier geradeaus und dann hier links. Schnell. Ich hab auch fast keine Batterie mehr. Renn. Im Notfall opfer ich mich. Oh Gott, er kommt. Renn. Ich glaub, er ist unterwegs zu uns. Renn. Ich höre seine Stapples. Renn einfach durch. Ich gebe dir so gut Deckung, wie ich kann. Renn. Der Dajjalam! Der Dajjalam! Oh, er schießt! Leg das Ding doch da rein! Es liegt doch! Oh, er schießt! Er hat den Colt! Er leidet! Er leidet! Du blöde Sau! Dumm Sack! Hier, nimm UV-Licht! In deine Augenhöhle stecke ich die Taschenlampe! Alter, das findet er gar nicht gut, offensichtlich. Nö, da hat er gar keinen Bock drauf. Oh, aber gleich die ganze Kirche.
Ja, krass. Einfach nur krass. Alter, und einen Ritualschlüssel bekommen, ey. So, Freunde, das war's vorerst mit Devour. Aber es sollen ja noch weitere Karten kommen. Dann spielen wir die auch. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tingeling!